In Kreuztal bei Georg, da drehen sich noch mal mehr Rädchen im Getriebe. Der Maschinenbauer hat eine eigene Denkfabrik gegründet. In dieser Denkfabrik geht es darum, Anlagen und Maschinen zu verbessern und auch neue zu entwickeln. Sie ist vor anderthalb Jahren an den Start gegangen. Inzwischen arbeiten aber schon 10 Beschäftigte in dieser eigenen Abteilung. Und das zahlt sich gerade jetzt in der Corona-Krise mit Kurzarbeit im ganzen Unternehmen aus. Es sind sogar schon neue Aufträge reingekommen. Matthias Wennemer und Volker Loth schauen sich mit ihrem Monteur eine neue Testanlage an. Die Blechschere schwenkt hin und her und eine neu konstruierte Messrolle kontrolliert die Maße der geschnittenen Bleche. Alles muss hier stimmen. Wie laufen die Versuche mit der Messrolle? Ja, die laufen ja eigentlich ganz gut. Das heißt, es gab auch keine Probleme hier an den Messrollen oder an den Drehgebern, die da dran sind. Die funktionieren alle. Und Einwinkeln war ein bisschen tricky, aber... Das heißt, es dauert schon ein bisschen mit den Einstellen. Ja. Matthias Wennemer ist mit dem Test zufrieden. Er ist seit 3 Jahren bei der Firma Georg und leitet die Innovationsabteilung. Die Ergebnisse der Testanlage sind vielversprechend. Wie man hier sieht, wir haben ja hier kein Grat, das ist ja wunderbar. Auch keine Abplatzung, also die Anlage funktioniert ja sehr gut. Und die Maßhaltigkeit, Janik hat es ja auch gesagt, die ist da. Das ist ja echt wunderbar. Das heißt, unsere Testläufe sind sehr positiv verlaufen, sodass wir jetzt demnächst auf die große Anlage gehen mit 1000 mm Breite und nicht mehr hier auf der schmalen Bandanlage unterwegs sind, auf unserer Testanlage. In einer anderen Halle läuft gerade diese vollautomatische Anlage im Probebetrieb. Sie schneidet und stapelt Bleche für große Trafokerne mit Robotertechnik. Georg ist hier Weltmarktführer und hat gerade einen Großauftrag aus China bekommen. Dort werden die Trafokerne immer noch per Hand zusammengesetzt. Matthias Wennemer und sein Innovationsteam versuchen jetzt, die Anlage mit der neuen Messrolle weiter zu optimieren. Auch die wird in Zukunft dann in solchen Lagen eingebaut, um die Qualität des Produkts, die Genauigkeit der Bleche kontrollieren zu können und letztendlich genauer produzieren zu können. Auf der anderen Seite sehen wir da oben den Roboterarm und auch da ist das ein sehr gutes Beispiel, wo wir überlegen, wie man dieses Bauteil besser oder in einer höheren Qualität additiv fertigen kann. Additiv fertigen heißt, solche Werkteile wie die neue Messrolle hier werden im 3D-Drucker hergestellt. Das Bauteil hat Matthias Wennemer mit seinen Kollegen in der Innovationsabteilung entwickelt. Die Denkfabrik mit insgesamt 10 Mitarbeitern gibt es jetzt seit 1,5 Jahren. Inzwischen haben sie erste Projekte umgesetzt, bewährte Anlagen weiter verbessert. So gibt es zum Beispiel eine App, die vom Handy jede gebaute Maschine überwachen kann. Mich fasziniert hier bei der Firma Georg die Vielfältigkeit. Wir haben unterschiedlichste Produkte. Wir haben Fräsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Drehmaschinen. Wir haben die Robotertechnik, wir haben die Transformatorenbandanlagen und wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Produkten und damit natürlich auch jeden Tag neue Herausforderungen, ein unglaublich spannendes Arbeitsumfeld. Deshalb ist der 35-jährige gebürtige Münsteraner nach seinem Studium in Aachen und 2 Doktortiteln ins Siegerland gezogen und nicht in eine Metropole zu einem großen Konzern. Firmenchef Marc Georg ist froh, schon vor einigen Jahren die Weichen für die Denkfabrik gestellt zu haben. Jetzt in der Corona-Krise bewährt sich alles. Das ist die einzige Chance, sozusagen die Flucht nach vorne, zu sagen, wir denken auch an 2021, 2022 und die Jahre darüber hinaus. Wir müssen überzeugen durch Technologie. Und da ist es unsere Aufgabe, immer wieder für Alleinstellungsmerkmale zu sorgen, um uns auch in den nächsten Jahren auch weiterhin durchsetzen zu können. Die Stellung als Weltmarktführer ist hart erkämpft. Alle im Unternehmen arbeiten dafür, auch Volker Loth. Mit 61 Jahren ist der Ingenieur ein alter Hase im Geschäft, kommt aber mit den jungen Leuten prima klar. Die Chemie passt sehr gut, weil die Erfahrung, die ich Ihnen geben kann, den jungen Leuten, sehr gut ist. Aber die jungen Leute inspirieren einen auch sehr dazu, mal neue Wege zu denken, neue Wege zu gehen. Und das ist das Wunderschöne in diesem Team hier. Das hört Matthias Wennemer gerne. Gemeinsam wollen die Leute aus der Denkfabrik am Erfolg ihres Unternehmens und damit der Sicherung von 420 Arbeitsplätzen in Kreuztal arbeiten.